Helfen zu wollen ist für mich natürlich schon eins meiner Werte. Und für mich war von Anfang an auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens auch verankert, einen Mehrwert zu schaffen. Einen Mehrwert in meinem Leben nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft. Wirklich vom Leben, mir von meinem Leben wünsche oder was ich erwarte und worauf ich immer hingearbeitet habe, war immer Freiheit. Und das ist das, was mich im Leben immer treibt, frei zu sein. Und dazu gehört natürlich auch frei von Krankheit. Seit jeher träumen Menschen davon, selbst ihre Krankheiten heilen zu können. Egal ob akute oder chronische Krankheiten oder psychische Krisen und Traumata, das Erleichtern und Wegnehmen solcher Belastungen steht immer im Mittelpunkt des Wohlbefindens. Doch ist das für jeden erlernbar? Heilen kann im Prinzip jeder. Man muss also nicht zum Heiler geboren sein. Ein jeder kann es lernen. Man muss dazu nur die in einem schlummernden Kräfte erfahren und erwecken. Ich selbst kam zum geistigen Heil durch einen Autounfall und ich habe das geistige Heil erlernt. Immer mehr Menschen suchen nach einem tieferen Sinn in ihrem Leben, der auch darin besteht, etwas Gutes für andere zu tun. Heilberufe stehen hier ganz oben auf der Liste. Doch wie sieht eine Ausbildung zum geistigen Heiler aus und auf welche Weise lässt sich das in das eigene Leben oder sogar als Beruf integrieren? Was mich fasziniert, ist, dass das Studium an der Schule sehr, sehr gut strukturiert ist, einen ganz klaren Aufbau hat, dass am Ende des Studiums jeder, der hier an der Schule fertig wird, tatsächlich mit seinen Händen heilen kann. Es sind ungefähr um die 30, 40 verschiedene Heiltechniken, die ich nicht nur für das körperliche Heilen anwenden kann, sondern auch für Tiere, für Menschen, für Situationen. Und deswegen ist es für mich einfach so eine kompakte Ausbildung, die mir alles gelehrt hat, was ich brauche, um erfolgreich am Markt zu sein oder den Menschen zu helfen. Das Besondere an unserer Ausbildung ist, dass die Schülerinnen und Schüler von Anfang an ihre eigenen Heilkräfte entdecken und anwenden. Sie lernen das geistige Heilen mittels Gedankenkraft. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und begutachtet und es wird auch naturwissenschaftliches Wissen vermittelt. Unter anderem wird der Unterricht auch von Ärzten gehalten. Das stärkt unseren Schülerinnen und Schülern den Rücken und bringt auch Anerkennung in der akademischen Medizin. Ich bin einerseits Ärztin und mache da auch klare Anamnesen, Diagnosen, labormedizinische Untersuchungen. Dann kommt natürlich eben das energetische Heilen hinzu und das alles läuft so toll synergistisch, das ergänzt sich auf wunderbare Weise und ich würde mir wünschen, dass das noch von viel mehr Medizinerinnen und Medizinern bald möglichst gelernt werden würde und dann natürlich angewandt. An unsere Heilerschule angeschlossen ist die erste stationäre Fachklinik für das geistige Heilen, die Klinik Saint-Esprit. Hier haben die Schülerinnen und die Schüler die Möglichkeit, ihr Wissen zu erproben und anzuwenden. Studien zeigen, dass Menschen, die sich in dieses Wissensfeld hineinbegeben, zudem eine besondere Lebensqualität erfahren. Auch, dass sie eine Wandlung ihrer Persönlichkeit hin zu einem höheren Selbstbewusstsein entdecken. Woran liegt das? Ich werde ja dadurch viel freier noch durch diese Heilarbeit, weil ich dann weiß, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Ich kann wirklich Dinge verändern. Dinge, die nicht veränderbar scheinen. Ja, natürlich hat sich auch so viel verändert. Ich habe eine Praxis, also eigentlich zwei. Ein Hauptzweig ist jetzt schon Heilung und eben damit auch in die Öffentlichkeit gehen. Das macht mir auch Spaß. Ne? Also auch schreiben. Ich habe zwei Bücher geschrieben darüber. Und da auch die Erfahrung zu machen, dass die Teilarbeit ganz tief geht. Nicht nur, dass körperliche Probleme behoben werden, sondern dass wirklich die Seele berührt wird, dass mentale Probleme sich lösen können,
dass die Menschen wieder Freude am Leben haben. Und das war für mich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt werde ich meine Praxis eröffnen. Das habe ich auch gemacht und arbeite seit einem guten halben Jahr als Heiler. Gerade in der heutigen Zeit ist es zunehmend wertvoller und wichtiger, die Furcht vor der Krankheit abzulegen und in die eigene Macht zurückzukommen. Damit ist eine Investition in sich selbst, in das eigene Können, die beste Wertanlage. Die Schülerinnen und Schüler der École Saint-Esprit erleben im Verlauf der Ausbildung ein enormes persönliches Wachstum, das ihr Leben verändert. Zum Schluss der Ausbildung haben sie zu einer inneren Größe gefunden, die gepaart ist mit tiefer Weisheit. Ein wunderschöner Nebeneffekt ist das Netzwerk, das entstanden ist. Es haben sich viele Freundschaften entwickelt und viele ehemalige Schülerinnen und Schüler kommen sehr gerne zu den Veranstaltungen und Fortbildungen zu uns zurück. Viele haben auch ihre eigene Praxen eröffnet und sind damit sehr erfolgreich. Ich bin wirklich sehr dankbar, mit solchen Menschen umgeben zu sein. Und in dem Sinne bin ich überzeugt davon, dass gerade diese Schule für geistiges Heilen etwas sehr Bahnbrechendes ist, was wir in dieser Zeit brauchen. Und so möchten wir auch Sie dazu einladen, zu diesem wunderbaren Beruf der Heilerin oder des Heilers.